So, meine Lieben, ich springe rein ins kalte Wasser. Ich habe jetzt Baby gesittet, längere Zeit. Also das heißt, habe mich mit vier Jungs herumgelagt oder gefreut. Jetzt habe ich eine halbe Stunde Zeit, dann kommt Besuch und in dieser halben Stunde mache ich schnell ein Video. Das habe ich vorher nicht gelesen und das ist deswegen gut, weil erstens einmal ein Zeichen ist, dass ich jetzt einen Mitarbeiter habe, der das für mich macht. Danke ganz herzlich. Noch einmal, das ist eine irrsinnige Erleichterung für mich. Und zweitens einmal ist das jetzt genau die Therapiesituation, in der ich sehr häufig bin. Das nämlich, da wollte ich ja noch was. Da habe ich ja jetzt hinten noch sein. Dass es noch cool ausschaut. Ich habe ja sehr viele Skype-Termine, wo ich nicht weiß, worum es geht und dann zack muss ich funktionieren auf Knopfdruck. Das macht großen Spaß, das steigert meine Spontanität. Und so wird es jetzt auch, sind Maria 49 weiblich, okay, ist ungefähr in meinem Alter. Natürlich bin ich wesentlich älter, aber ungefähr. Betreff diese Maria, natürlich anonymisiert, durch die Maria selbst, weil das ist das, was ich jetzt sie bitte, dass sie eigentlich den Text schon so aufbereiten, dass wir nicht ständig dann die heiklen Daten aus dem Text holen. Also, 49-jährige Frau mit mehreren Beziehungen schafft die Agape nicht. Wow, die Agape ist die Liebe der Hingabe des Herzens, ja, während Eros die Liebe des Bauches ist, also der Zuneigung sozusagen, die man selber nicht steuern kann. Und Philia wäre dazwischen die Liebe des Kopfes, wo man eigentlich eben Richtung Freundschaft geht. Fangen wir an, schauen uns an, was die Maria schreibt. Lieber Dr. Bonelli, erst einmal vielen Dank für Ihre alltagstauglichen und spannenden Beiträge mit für mich so vielen Aha-Erlebnissen. So, jetzt muss ich mir noch die Uhr stellen, weil sonst kriege ich eine drauf, wenn ich zu spät komme. Dankeschön, liebe Frau Maria. Oder liebe Frau, da steht gar kein Nachname, schreiben wir einen Nachnamen hin, liebe Frau L. Ja. Insbesondere die drei Ebenen einer Beziehung haben mich interessiert, die drei Ebenen einer Liebesbeziehung. Ja. Also ich rede jetzt nur von Liebesbeziehung, aber das oder die drei Formen von Liebe ist da gemeint. Aber das meinen Sie wahrscheinlich auch so. Haben mich interessiert. Endlich habe ich gewusst, was das Problem in meinen Beziehungen war, beziehungsweise ist. No, da schauen wir uns die Geschichte an. Ich bin eine 49-jährige Frau, das wissen wir schon, und befinde mich in der vierten festen Beziehung. Okay, das ist eigentlich nicht ungewöhnlich. Vierte feste Beziehung. Zweimal habe ich davon geheiratet. Ich stelle mir das jetzt vor, dass das jahrelange Beziehungen waren. Also wenn Menschen sich so vorstellen, dann haben sie einmal, da kommt es ja später eh noch einmal. Brauche ich jetzt nicht fantasieren. Mit meinem jetzigen Partner lebe ich 6 Jahre zusammen. Die letzte Ehe dauerte 15 Jahre. Okay, wenn sie das so sagt, dann ist sie mit dem jetzt nicht verheiratet. So deute ich das zumindest. Ich habe, also mehr wissen, mehr hören wir jetzt im Moment nicht über diese Partnerschaften. Vielleicht kommen die später noch. Ich habe 3 Töchter. Die jüngste Tochter ist 17 und lebt bei meinem Partner und mir, der nicht der Vater ist. Die anderen beiden sind 27 und 24 und leben mit ihrem Partner zusammen. Die sind schon erwachsen, okay. Also, liebe Frau Maria, Sie haben offensichtlich viel Bonelli schon gesehen, weil Sie geben mir die Informationen wirklich so, dass ich sie gut kauen kann. Kann ich mir jetzt gut vorstellen. Ja? In einem Video sagen Sie, dass wenn man die Agape erreicht, man morgens nicht mehr überlegen muss, ob man mit diesem Partner zusammen sein will oder nicht. Das hat mich umgehaut, denn es waren meine immer wiederkehrenden Gedanken. Okay, das ist jetzt zweideutig, aber jedenfalls kann ich nur, ich sage in der Zwischenzeit so viel, dass ich gar keine Kontrolle mehr darüber habe, was ich alles gesagt habe. Aber wenn ich das gesagt habe, dann muss ich mir recht geben. Ja. Agape bedeutet, ich entscheide mich für meine geliebte Frau. Und ich muss nicht jeden Tag überlegen, ob ich jetzt wahnsinnig viele Gefühle habe für sie oder nicht, sondern das ist meine Frau, sie bleibt meine Frau, ich bleibe treu. Sie ist die Mutter meiner Kinder, verstehen Sie? Also das ist die Agape, nicht? Die Agape ist eben mehr als Eros. Eros ist die Basis dafür, dass man sich eben näher kommt.
sehr selten, wenn sich Mann und Frau näher kommen, wenn es keinen Eros gibt. Gibt natürlich Gründe dafür, zum Beispiel finanzieller Natur. Das ist auch sehr erotisch manchmal, aber irgendwie auch sehr traurig. Oder Standesdenken, nicht in früheren Zeiten konnte man halt nur selektiv auswählen in gewissen Schichten, weil die musste von derselben Schicht sein oder darüber, was dann oftmals sehr schwierig ist. Aber tatsächlich zurück zu Ihnen, Frau L., die Agape muss nicht jeden Tag neu überdacht werden, so würde ich das jetzt formulieren. Das hat mich umgehört. Aber ob Sie jetzt gedacht haben, genauso ist Agape, oder ob Sie jeden Tag gedacht haben, bleibe ich bei dem Mann, das hätte ich jetzt nachgefragt, wären Sie bei mir, und das werden wir aber sicher noch herausfinden, wie Sie das wirklich meinen. Sie sehen, das habe ich noch nicht ganz optimiert, weil Word macht immer so komische Seitensprünge. Mein geschiedener Mann. Ja, sie hat jetzt 4 Männer, 2-mal war sie verheiratet, und mein geschiedener Mann ist jetzt, also das würde ich jetzt gerne, wissen Sie, von der, also da würde ich jetzt eine Liste machen. Also wie heißt der, wie heißt der, wie heißt der, wie heißt der, wie viel älter oder jünger war der und der und der und der und wie lange waren sie zusammen? Das würde ich jetzt, also nee, ich bin ein bisschen so ein Zahlenmensch. Und es ist überraschend, wie sehr man Dinge herauslesen kann, wenn man zeitlich und altersmäßig und all diese Sachen vor Augen hat. Zumindest ist es bei mir so. Und dann kann ich sehr schöne, oft Zusammenhänge verstehen oder interpretieren oder nachfragen, wie auch immer. Also mein geschiedener Mann ist jetzt nicht ganz klar. Also die Nummer 4 wird es nicht sein. Na, 4 hatte sie ja. Ist es die Nummer 1, Nummer 2, Nummer 3, wissen wir nicht, das wäre interessant. Und auch mein jetziger Lebenspartner sind gute Männer. Okay, 2 von den 4 waren gute Männer. Was ist ein guter Mann? In Ihren Augen liebevoll, freundlich. Sie haben keine Eigenschaften, mit denen man nicht gut leben könnte. Jetzt würde ich natürlich sofort fragen, okay, aber ich meine, dann haben Sie jetzt einen, aber wieso haben Sie sich dann scheiden lassen? Aber das kommt bestimmt noch. Es scheint mir so, als könnte ich nur bis zu einem bestimmten Punkt, könnte ich nur bis zu einem bestimmten Punkt Nähe zulassen kann. Ja, ich frage mich immer, ob ich Legastheniker bin, wobei ich bin Legastheniker, aber dieser Satz ist wahrscheinlich noch nicht ganz hundertprozentig deutsch, aber das macht auch nichts. Also wir verstehen, dass ich kann nicht nur bis zu einem bestimmten Punkt Nähe zulassen. Plötzlich ziehe ich mich zurück, brauche Freiraum. Okay. Jetzt kommen Sie ins Problem hinein, liebe Frau L. oder liebe Maria. Gut, verstehe ich, ja, nehme ich einmal auf. Lesen wir weiter. Für meinen Partner, also für den jeweiligen Partner, sehr irritierend. Meinem jetzigen Partner kann ich das sagen, wir können darüber sprechen. Nämlich, Sie können sagen, dass Sie sich zurückziehen müssen, dass Sie jetzt Freiraum brauchen. Da es mir jetzt viel bewusster ist als noch in der Ehe, bin ich in dieser Phase, die circa 1 bis 2 Wochen auftreten. Ist die Frage, alle 1 bis 2 Wochen oder 1 bis 2 Wochen lang? Nicht mehr so abweisend. Okay, sie ist in den Phasen nicht mehr so, in den abweisenden Phasen nicht mehr so abweisend, weil sie darüber sprechen kann. Jetzt gehe ich einmal zurück. Hier beschreiben Sie sich selbst als: Ich kann nur bis zu einem gewissen Punkt Nähe zulassen. Hier sind Sie sehr bauchgesteuert, liebe Frau L. Ja, man kann auch über die Bauchgefühle drüber gehen. Man kann sagen: Okay, jetzt mag ich Nähe nicht, aber ich schenke sie trotzdem, weil mein Partner oder meine Partnerin, egal, sich das wünscht. Ja? Also halte ich jetzt einmal fest. Ja? Aber wir schauen einmal, wie es weitergeht. Ich liebe meinen jetzigen Partner und es gibt immer Momente, in denen ich es wirklich fühle. Es ist so schön, ein Gefühl angekommen zu sein. Vielleicht ganz kurz in der Agape. Nein, die Agape ist nicht das Gefühl.
Ja, sondern Gefühl ist immer, würde ich sagen, eben die Ebene des Eros. Aber es ist auch gut, schöne Gefühle zu haben. Das wertet das Gefühl nicht ab, aber es ist nicht die Agape. Die Agape ist die Entscheidung, ich bleibe bei dir in guten und in schlechten Tagen, bei Gesundheit und Krankheit, bis dass der Tod uns scheidet. Ja, mit dir möchte ich alt werden, egal, ob du, weiß ich nicht, Falten hast oder Haare oder Glatze oder was auch immer, ob du dick oder dünn bist, nicht. Das ist die Agape. Hier gab es die Basis eines Lebens, eines Liebeslebens, ja, einer Ehe. Und auf das hinauf setzen sich dann auch die Gefühle, nicht? Und nicht umgekehrt. Wenn die Gefühle die Basis einer Beziehung sind, dann sind wir verloren. Also jetzt noch einmal den Satz. Also Sie können über Ihr Bedürfnis, nennen wir das mal so, Bedürfnisse sind immer Bauchbedürfnisse, ja. Ihr Bedürfnis, frei zu sein, was auch immer das ist, Freiraum, müsste man nachfragen, was meinen Sie damit, sprechen und dadurch werden Sie weniger abweisend. Wobei, bitte, Sie beschreiben sich hier sehr wie eine Maschine, ja. Also Sie beschreiben sich selber, ich bin abweisend, aber Sie können ja auch, verstehen Sie, Sie können ja auch abweisende, aversive Gefühle haben, aber sich nicht abweisend verhalten. Ich weiß nicht, ob Ihnen das so klar oder bewusst ist. Ja? Wir sind nicht unsere Gefühle und wir müssen nicht nach unseren Gefühlen handeln, ganz besonders in der Partnerschaft nicht. Ansonsten scheitert die Partnerschaft irgendwann einmal. Und immerhin erzählen Sie ja von sich, dass Sie ja schon drei ernsthafte Partnerschaften, das hätte ich fast gesagt, in den Sand gesetzt haben, aber ich weiß nicht, wie Sie das sehen, jedenfalls, die nicht gelungen sind. Ne? Also ich liebe meinen jetzigen Partner, da würde ich jetzt gleich fragen, mit welcher Liebe lieben Sie ihn? Lieben Sie ihn mit Eros, lieben Sie ihn mit Philia oder lieben Sie ihn mit Agape? Ich glaube, in dem Zusammenhang ist es eher dieses Gefühlsthema. Und es gibt immer wieder Momente, in dem ich es wirklich fühle. Also hier haben wir das. Ja, wenn Sie es wirklich fühlen, dann das hat noch nichts, also wenn Sie etwas fühlen, hat das noch nicht mit der Tiefe einer Liebe zu tun. Ja. Es ist so schön, ein Gefühl angekommen zu sein. Gut. Also es ist, wir lesen gleich weiter. Ich sehe, da kommt jetzt der 6 und deswegen schließe ich das einmal ab. Es ist noch nicht klar, mit welcher Art der Liebe Sie Ihren Mann, Ihren jetzigen Partner wirklich lieben. Ja, und das ist wichtig, ja, weil wenn der Partnerschaft nicht mit der Agape, also wenn die Agape nicht die Grundlage für alles ist, dann sind wir in einem brüchigen Beziehungsgebäude. So, hier, jetzt schauen wir uns das Sex-Thema an. Ein weiteres Problem ist der Sex. Irgendwie ist die Sexualität für mich besonders aussagereich. Also ich frage dann immer relativ schnell, wie geht es Ihnen mit der Sexualität, weil da sieht man sehr, sehr viel interessanterweise. Schauen wir mal, ob es in dem Fall auch so ist. Ein weiteres Problem ist der Sex. In allen Beziehungen war das ein Problem. Okay, Sex war ein Problem in allen Beziehungen. Ich glaube inzwischen, dass Sex für mich ein Bindemittel ist. Wenn man einen Mann halten möchte, hat man eben Sex. Also Sie meinen, Sie missbrauchen selbst den Sex, der eigentlich eine Sprache der Liebe ist. Für etwas anderes, nämlich um den Mann zu halten. So stellen Sie sich da. Ne? Ich weiß nicht, ob Sie da nicht so streng mit sich selber sind. Das ist vielleicht auch eine Dimension, aber ich meine, ich würde mal sagen, Sexualität gefällt Ihnen mal prinzipiell, liebe Frau L., liebe Maria, oder? Und zweitens einmal haben Sie sicher auch das Bedürfnis, sich dem geliebten Mann zu schenken. Also ich würde jetzt nicht eindimensional das reduzieren und pathologisieren, dass da stellt sich therapeutisch in mir schon sehr viel auf, wenn Sie den Sex so abwerten, nämlich die eigene Sexualität. Oft habe ich überhaupt keine Lust. Na gut, ja. Jetzt muss man schauen. Oft habe ich überhaupt keine Lust, aber oft haben sie auch Lust. Und
Warum haben sie keine Lust? Was passiert da in der Beziehung vorher? Oder sind sie gestresst? Außerdem kann man sich auch schenken in der Agape, wenn man gerade keine Lust hat. Und zwar gilt das nicht nur für Frauen, sondern auch für Männer. Aber schauen wir mal, wohin sie mich leiten, weil, wie gesagt, ich bin überhaupt nicht, ich habe das nicht vorher gelesen und ich finde, das ist dann irgendwie, ich fühle mich ein bisschen desorientiert und das ist gut so, weil dann ist man spontaner wie halt in einer Therapiesituation. Das ist jetzt keine Therapiesituation, aber Sie können sich's gut vorstellen. Aber ich kann leider nicht nachfragen, das ist halt die Schwierigkeit. In einem Video sagten Sie so schön, dass eine Frau sich auch mal schenken kann. Ja, ich sag allerdings auch, dass ein Mann sich auch mal schenken kann. Männer tun sich ein klein wenig schwerer, weil da braucht es halt biologische Voraussetzungen, die muss man hinkriegen, aber trotzdem, man kann sich als Frau schenken und auch als Mann kann man sich sexuell schenken, zweifellos. Ja. Das ist so ein wunderschöner Gedanke, habe ich beherzigt. Das freut mich sehr, liebe Frau L., das freut mich sehr, weil viele Frauen missverstehen das. Ja, keine Lust heißt, ich darf nicht Sex haben, weil wenn ich ohne Lust Sex habe, dann ist das ganz schlimm. Stimmt überhaupt nicht, man kann sich schenken, wie gesagt, aber das reduziere ich nicht auf die Frau. Der Sex mit meinem Partner ist schön, er geht auf mich ein, ist zärtlich, wirklich nichts auszusetzen. Okay, großartig. Also der Block, der setzt mich als Therapeut mal sehr zufrieden. Okay, das funktioniert einmal prinzipiell. Ich kann den Sex wirklich genießen, na bitte, und sage, dass es schön für mich ist. Okay. Und sagen, Sie können nachher sagen, dass es schön ist. Warum also immer wieder diese Ablehnung, Abneigung? Fragezeichen. Sind Sie wieder nicht von mir? Die Ablehnung ist wahrscheinlich vorher. Also ich verstehe das oder stelle mir das jetzt so vor, dass Sie eine kleine Aversion vor Sexualität mit Ihrem Mann haben oder mit Ihrem Partner. Und dann, wenn Sie die überwunden haben, dann funktioniert es aber auch nicht schön. So nehme ich das jetzt mal auf. Manchmal kann ich das Wort Liebe oder Sex nicht einmal in meinen Gedanken aussprechen, weil es sich so falsch anfühlt. Dann schäme ich mich dafür, dass ich Lust empfinden könnte. Manchmal denke ich, ich bin gar nicht beziehungsfähig. Also hier haben Sie wirklich einen Knopf. Das ist total faszinierend. Ja? Also hier haben wir mal, dieser Block, macht das jetzt in Blöcken. Ja? Dieser Block ist, Sexualität funktioniert großartig, ja? Mit Ihrem Partner. Wir nehmen jetzt nur den jetzigen Partner. Ich hätte da gerne Namen, natürlich Fake-Namen, nennen wir Manfred. Ja, mit Manfred funktioniert der Sex super. Aber trotzdem haben Sie davor, sagen Sie es, irgendwie so den inneren Text, Sex ist Bindemittel, ich muss das leisten, sonst geht er weg. Blödsinn. Oder jedenfalls ist nicht die Hauptfunktion von Sexualität. Also es holt die Sexualität aus dem Zusammenhang, weil natürlich Sexualität ist natürlich schon ein Bindemittel, ja, zwischen Mann und Frau, aber es ist gegenseitig und es ist schön, wenn man sich schenken kann, aber es ist problematisiert das Ganze, obwohl es eigentlich eine wunderschöne Funktion ist. Also, und jetzt kommen wir noch einmal zu diesem Thema Ablehnung, Abneigung. Manchmal kann ich das Wort Liebe oder Sex nicht mal in Gedanken aussprechen, weil es sich so falsch anfühlt. Wissen Sie, wenn sich etwas falsch anfühlt, das sage ich immer meinen Patienten, wenn sich etwas falsch anfühlt, dann beginnen Sie darüber nachzudenken, ob es falsch ist. Weil wenn sich etwas falsch anfühlt, muss es noch nicht falsch sein. Und wenn Sie Ihren Mann, Querstrich Partner, whatever, erwählt haben, dass Sie ihn lieben, dann ist es eben nicht falsch. Verstehen Sie? Auch wenn es sich falsch anfühlt, dann ist das Gefühl eben falsch. Dann irrt sich das Gefühl, verstehen Sie? Aber Gefühle, aber man muss schon nachdenken, warum habe ich jetzt keine Lust auf Sex? Aber manchmal ist es halt biologisch so, wir haben Stress oder sonst irgendwas. Vor allem, wenn es nachher schön ist. Ich meine, dieser Absatz, ja, der ist mir wichtig, ja. Wenn es nachher schön ist, also wenn Sie einen gewissen inneren Widerstand überwinden haben, aber nachher ist es schön, dann ist eigentlich alles gut. Ja. Schauen wir schnell, ob ich eh aufnehme. Okay, ich nehme auf. Und dann schäme ich mich
dafür, dass ich Lust empfinden kann. Ja, also das ist sehr interessant. Ja, sie schämen sich, dass sie Lust empfinden können. Weil manche Frauen haben das tatsächlich, was sie sich dann als Schlampe vorkommen, besonders halt, besonders also aus konservativen Milieu kommende, dass eine Frau eine Schlampe ist, wenn sie Lust empfindet. Lust darf nur der Mann haben. Ich meine, das ist natürlich ein schädliches Denken, weil ich meine, sexuelle Lust ist ein göttliches Geschenk. Ne? Man muss es nur mit dem Richtigen teilen, nicht? Also jetzt nicht wahllos. Also ich schäme mich dafür, dass ich Lust empfinden könnte. Dieses Schamgefühl, das sie da haben, jetzt tun wir wieder Kopf, Herz, Bauch, ja, dieses Schamgefühl, das sie haben, wenn sie das kurz mit der Vernunft prüfen, dann ist dieses Schamgefühl nicht gerechtfertigt. Das heißt, es ist wieder ein falsches Gefühl. Ja. Also hier beschreiben sie, also vorausgesetzt, dass ihr Partner der Richtige ist, verstehen Sie, darüber haben wir jetzt noch nicht nachgedacht, vielleicht kommt das noch, ja. Weil darüber sagen sie gar nichts. Und vielleicht ist es auch der Falsche und dann ist das Gefühl richtig, verstehen Sie? Also da muss man jetzt, also da würde ich jetzt einen ganz anderen Weg einschlagen, wenn Sie vor mir sitzen würden, und das muss man nachfragen. Aber Sie sagen, das haben Sie eigentlich immer, wobei Sie hatten ja auch schon viele Falsche sozusagen, wenn das am Ende immer gescheitert ist. Manchmal denke ich bin gar nicht beziehungsfähig. Naja, nein, das würde ich so nicht sagen. Sie haben halt da ein emotionales Thema, woher auch immer das kommt, aber beziehungsfähig. Also, dass ich jemandem sage, sie sind nicht beziehungsfähig, das kommt eigentlich nicht vor. Oder dass ich... Ich glaub schon immer, vielleicht muss man dran arbeiten. Ja, wobei ich sehe, dass es eigentlich gut funktioniert. Das ist für mich wirklich ein ganz zentraler Satz, den Sie schreiben. Ja? Dass ich komme immer wieder auf den zurück. Das ist, daran hänge ich mich an, therapeutisch. Also es funktioniert im Prinzip. Sie haben halt ein paar aversive Gefühle. Das würde ich jetzt nicht überinterpretieren. So, jetzt erzählen Sie von Ihrer Kindheit. In meiner Kindheit kann ich mich an 3 Situationen erinnern, die man wohl als übergriffig bezeichnen kann. Oje, das ist immer schlecht. Tatsächlich frage ich eigentlich alle meine Patienten, alle ist übertrieben, das stimmt nicht. Also ich frage viele meiner Patienten, wenn wir eine genauere Anamnese machen der Kindheit, ob sie sexuell belästigt worden sind, so formuliere ich das immer, sind sie sexuell belästigt worden. Und dann kommen Geschichten und diese hätten sie wahrscheinlich erzählt. Das eine Mal, ich war wohl um die 10 Jahre alt, ein Freund der Familie mir an die Brust gefasst. So, da habe ich jetzt zu wenig Informationen, nicht? Also ich interpretiere das so. Also ich würde erstens fragen, mit 10 Jahren waren Sie da schon geschlechtsreif? Also hatten Sie da schon eine entwickelte Brust oder eben noch nicht? Das ist wichtig. Und zweitens einmal, der Freund der Familie, war der so alt wie Sie oder war der 50? Ja, also ich meine, ein perverser Opa sozusagen. Ne? Oder was war der jetzt? Ne? Also wenn er Ihnen... Entschuldigung, hat er mir dann 20 D-Mark gegeben, das heißt, offensichtlich war er ein Erwachsener. Da würde ich jetzt nachfragen, also die Situation nachdem, ich meine, Sie sind nicht da und wir werden das nie klären, aber wissen Sie, ich komme aus einer Psychiatrie-Generation, wo man sehr schnell einen Vorfall als Missbrauch eingeschätzt hat und dann ist der Patient oder meistens die Patientin als Missbrauchsopfer gelaufen, aus der Kiste kam sie nicht mehr raus und das war nie gut für den Betreffenden. Und deswegen würde ich sagen, erstens würde ich fragen, was hat das nachher mit Ihnen gemacht? Ja, also haben Sie dann nachher darüber nachgedacht oder war das eigentlich eher komisch, dass Sie plötzlich 20 D-Mark bekommen? Das war ja, wenn Sie so alt sind wie ich ungefähr, war das ja klassisch ein 68er, der Sie da berührt hat. Offensichtlich hat er gemerkt, das war jetzt nicht ganz in Ordnung.
Ich würde das nicht überinterpretieren. Kommt aber darauf an, was das mit Ihnen macht. Nämlich jetzt, wo Sie es erzählen. Es gibt Frauen, die erzählen mir das und haben Tränen in den Augen und andere sagen, ja, der Vollständigkeit halber erzähle ich Ihnen das auch noch, aber weiß nicht, ob es relevant ist. Ja, und dann ist es auch meistens nicht relevant. Lesen wir das Zweite. Ein weiteres Mal war ich ca. 14. Okay, jetzt 14 ist schon ganz was anderes. Bin ich an einen weiteren Freund der Familie geraten? Oje. Der hat mich betrunken gemacht und ich bin in der Nacht in seinem Bett aufgewacht. Okay, das ist richtiggehend unerfreulich, weil da waren sie 14, waren sie ziemlich sicher geschlechtsreif. Freund der Familie klingt auch wieder relativ viel älter. Halt wieder so 68er Generation. Ne? Der hat mich betrunken gemacht. Naja, das klingt tatsächlich nach einer Schändung eigentlich nicht. Also sie sind in seinem Bett aufgewacht, er war wahrscheinlich auch in seinem Bett. Na, der wird zumindest, nehme ich mal an, sie berührt haben. Eine Erinnerung habe ich nicht an das, was vielleicht passiert ist oder auch nicht. Nicht, das wiederholt sich jetzt das nicht. Gut, die wichtige Frage ist wieder, was macht das mit Ihnen? Ja, wenn Sie sagen, interessant, keine Ahnung, was da war und das und Sie haben keine besondere Emotion dazu, dann würde ich nicht darin wühlen. Ja. Kann sein, dass das wirklich eine große Schweinerei war, was da passiert ist. Aber ich würde mich nicht darauf konzentrieren, emotional. Aber Sie erzählen ja diese Situationen wahrscheinlich, um zu interpretieren, warum sie sich sexuell so bewegen oder verhalten. Schauen wir uns das noch an. Ja. Damit wir mal vollständig sind, da gibt es noch ein drittes Ereignis, das war mit 15, also ein Jahr später, als mein Vater mir an die Brust fasste. Ist mir schon klar, dass hier ein bestimmter Zusammenhang besteht? Okay, jetzt sind Sie zu schnell, weil es interpretieren Sie. Weil, also mein Vater hat mir an die Brust gefasst, lüstern oder medizinisch oder zufällig oder haben Sie gespürt, dass er jetzt Lust empfindet? Verstehen Sie, das ist jetzt, also jetzt brauche ich wirklich mehr Beiwerk. Ja? Also die Tatsache, wenn ein Vater seiner Tochter absichtlich an die entwickelte Brust greift, ist das wirklich eine Tragik. Bei den 68ern, muss ich sagen, war das leider relativ häufig der Fall. Die fanden das dann extrem natürlich. Aber es gab auch die harmlosen 68er, die halt irgendwie gesagt haben, boah, du hast ja schon Brüste. Und das fanden sie dann irgendwie ganz natürlich. Und es ist schon ein Unterschied, ob eine junge Frau, eine 15-Jährige, das Gefühl hat, sie ist jetzt ein Sexobjekt ihres Vaters oder ob er halt einfach, das hätte ich fast nur gesagt, aber das nur kann man nicht dazu sagen, ob er einfach so plump ist, dass er die Intimität seiner Tochter nicht wahrnimmt. Ich habe so viele Geschichten von 68er Vätern, die Intimität ihrer Töchter nicht gewahrt haben, dass ich das ehrlich gesagt in diese Kategorie fürs Erste interpretieren würde. Aber es kann auch anders sein. Aber wenn der Vater, jetzt würde ich nachfragen, ja, wenn der Vater nie was anders gemacht hat, als einmal die Brust anfassen, dann ist es vielleicht eher dieses plump ideologisch Verblödete, das es nicht entschuldigt, aber schon anders einordnet, als wenn er seine Tochter am liebsten sexuell missbraucht hätte. Ne? Aber hier haben Sie meine, und hier ist wieder meine Frage nicht beantwortet, was hat das mit Ihnen gemacht und was macht das bis heute mit Ihnen, wenn Sie an die Situation denken? Ja, es gibt Frauen, die in Tränen ausbrechen, ich wiederhole mich, wenn sie Dinge erzählen oder die das noch einmal empfinden. Ja, und es gibt Frauen, die sagen, ja, irgendwie habe ich das damals kaum bemerkt und jetzt kommt es mir aber irgendwie komisch vor, verstehen Sie? Also, aber nachdem Sie sagen, dass Sie da schon Therapieversuche hinter sich haben, ist das dritte Ereignis offensichtlich das, was Sie am stärksten berührt. Aber jetzt interpretiere ich rein, weil Sie nicht vor mir sind. Ich wünsche mir für meinen Partner, aber auch für mich eine Partnerschaft, in der Gabe und ich
Ich weiß, mit ihm wäre es möglich. Ah, eine Partnerschaft in der Agape. Okay, mich irritieren so manche Beistriche. Und ich weiß, mit ihm wäre es möglich. Eine Videoantwort wäre toll, na freilich, das haben wir jetzt gemacht. Viele herzliche Grüße aus dem hohen Norden Deutschlands. Liebe Maria, liebe Frau L. Ich habe noch zu viele Fragezeichen im Gehirn, als dass ich jetzt wirklich eine allumfassende Antwort geben könnte. Vielleicht, wenn Sie wollen, können wir noch einmal ein Telefonat führen und ein Skype. Können sich gerne melden. Aber es sind zu viele Dinge offen. Ja, aber ich würde auf keinen Fall, ich blende jetzt Ihre drei Missbrauchserfahrungen ein. Ich will die nicht bagatellisieren, aber ich möchte auch, dass Sie sie selber nicht emotional hochspielen, wenn sie für Sie emotional keine Bedeutung haben. Ja? Also wenn sie das innerlich kalt lässt, was Sie hier erzählen, dann glaube ich nicht unbedingt, dass es einen Zusammenhang mit dem da hat. Ja? Dass eine Frau manchmal wenig sexuelle Lust hat, muss nicht mit einem Missbrauch zusammenhängen. Kann natürlich, ja? Aber da würde ich jetzt auch nachfragen, wie war die Sexualität davor. Sie hatten ja wahrscheinlich eben diese vier Partner und vielleicht auch sonst noch ein bisschen Sexualität gelebt. Nicht? Wie war das alles? Nicht? Da müsste man die Dinge erarbeiten. Aber dass Sie, ich meine, Sie haben zumindest drei Partnerschaften verloren. Da weiß ich auch nicht, sind Sie verlassen worden, haben Sie verlassen? Aber Sie reden eigentlich von diesem Freiraum, ja. Also es geht um diesen, Sie können bis zu einem bestimmten Punkt Nähe zulassen und dann ziehen Sie sich zurück. Ich habe das eigentlich nicht sexuell interpretiert und vielleicht ist es auch nicht so, aber im Kontext dessen, was nachher kommt, könnte es auch sexuell gemeint sein. Nicht? Ich habe es noch einmal zurückgescrollt zum Anfang. Also Nähe zum Beispiel, also Nähe, es gibt ja viele Arten von Nähe, aber vielleicht meinen Sie körperliche Nähe. Plötzlich ziehe ich mich zurück, brauche Freiraum, ja. Das kann schon mal mit einem Missbrauch zu tun haben. Ist schon möglich, ja. Da ist wirklich die Frage, ob das ist die Zeit aus, aber so ist offensichtlich noch nicht da. Also ein paar Minuten, Frau L., bekommen Sie noch. Weil das würde ich gerne irgendwie noch da würde ich gerne noch einen Abschluss finden. Also es kann mit Missbrauch zu tun haben, aber Sie sagten, Sie hatten schon Therapieversuche gemacht. Auf keinen Fall darf in einer Therapie der Missbrauch überbewertet werden. Es gibt Therapeuten, die sagen, Sie sind missbraucht worden, also Ihr ganzes Leben erklärt sich jetzt durch diesen Missbrauch, das ist falsch. Auch das Sexualleben erklärt sich so nicht. Ja. Auch die Tatsache, ich komme jetzt wieder zurück, dass Sie eigentlich eine sehr schöne Sexualität erleben, normalerweise, ja, ist ein sehr gutes Zeichen. Ja. Das heißt, ich interpretiere eigentlich, dass Sie eben, dass Sie in der Näherungsphase zwischen Mann und Frau ab einem gewissen Punkt eine gewisse Aversion empfinden. Aber wenn Sie die überwinden, dann geht's gut. So verstehe ich das, ja. Und wenn ich Sie richtig verstehe, Frau L., dann haben Sie sich irgendwas falsch angelernt, ja, nämlich genau das. Und das können Sie eben mit der Arbeit vom Bauch, Herz und Kopf auch wieder ablernen, nämlich, ja, weil das ist Behaviorismus oder Verhaltenstherapie. Das heißt, wenn Sie was falsch gelernt haben, kommen Sie auch genauso wieder weg, außer Sie heben das Gefühl hoch. Ja? Wenn man Gefühle übertreibt, dann bleiben Gefühle immer. Also wenn man sie zum Dogma erhebt. Ja? Also ich habe jetzt ein Bedürfnis nach Alleinsein, aber ja, ich schalte es von Ihnen weg. Ja? Ich habe ein Bedürfnis nach Alleinsein, aber meine Frau wünscht sich Kuschelnähe. Ich kann jetzt nicht und dann gehe ich 2 Stunden spazieren oder ich schenke ihr Kuschelnähe. Ja. Und wenn ich ihr Kuschelnähe schenke, dann muss man schauen, was passiert dann, wenn ich ihr Kuschelnähe schenke. Und wenn ich dann eigentlich schnell auf Kuschelkurs bin und alles ist super, dann könnte es sein, dass sie nach und nach lernen, diese Annäherung ohne das aversive Gefühl zu durchlaufen, was ja sinnvoll ist, wenn sie in einer Partnerschaft sind. Ja.
Also da so würde ich Ihnen das am ehesten raten. Eine therapeutische Arbeit mit mir würde also jetzt so ausschauen, dass wir uns genauer anschauen, was war der Missbrauch genau. Und erstens einmal, was war das genau? Richtige Einordnung. Und zweitens einmal, hat es wirklich eine Verbindung zu dem Gefühl, das Sie jetzt haben? Ja, und sehr häufig gibt es diese Verbindung einfach nicht, sondern ist fantasiert von irgendwelchen Ideologen oder einfachen Gemütern innerhalb der Therapie, die halt immer nur in einem Schema denken. Ja, es kann eine Verbindung da sein oder nicht. Und wenn die, und am Ende des Tages das Beste, was Sie machen können, ist, dass Sie das Gefühl, das Sie erlernt haben, auch wieder weglernen. Und häufig geht das. Ja, wenn Sie sagen, dieses Gefühl ist falsch und das ignoriere ich jetzt, dann kann man auch darüber hinweggehen. Ja. So, ich gebe Ihnen ein Beispiel. Ja, also ich ziehe mich nicht gern vor fremden Leuten aus, aber wenn ich zur Ärztin gehe, zur Dermatologin, sagen wir mal, und die muss schauen, ob ich ein Melanom habe, das habe ich einmal gemacht, dann muss man wohl, ja. Das ist dann irgendwie nicht sehr angenehm, aber irgendwann gewöhnt man sich dran und es geht auch wieder vorbei und es ist okay, es ist richtig. Und je öfter man das übt, also ich gehe jetzt nicht jeden Tag zu der Dermatologin, das ist jetzt wieder ein schlechtes Beispiel. Fällt mir gerade auf. Aber je häufiger man etwas, eine Handlung einübt, die man für richtig empfindet, obwohl, also für richtig erkannt hat, obwohl man eine Aversion dagegen hat, umso kleiner wird die Aversion. Ist das verständlich? Und genauso würde ich das halten. Ja. Gut. Und was auch dafür spricht, ist, dass Sie, wenn Sie es mal aussprechen können, dass das Gefühl der Aversion dann kleiner wird. Ja. Das spricht auch dafür, dass Sie es dann besser rationalisieren können, also besser darüber kognitiv nachdenken. Ja. Das heißt, eine Therapie hätte schon Sinn, aber die Therapie sollte nicht darin bestehen, jahrelang über den Missbrauch zu reden, sondern ganz konkret, was haben Sie für Gefühle? Wie können Sie sich Ihrem Mann schenken? Wie kann sich er Ihnen schenken? Natürlich auch. Wie kommen Sie zusammen und wie können Sie glücklich miteinander leben? So, jetzt kriege ich ein SMS, dass ich Schluss machen muss, weil meine Frau noch hinein muss. Ich habe zugesperrt. Und damit grüße ich Sie ganz herzlich, Ihr Raphael Bonelli.